Guten Abend. Oder ist alles klar? Dann gehen wir gleich wieder heim. Das ist die Geschichte eines Freundes von mir. Die wahre Geschichte bis auf das Ende. Ja. Das Ende ist sehr hässlich mit den zwei Kindern. Das ist überhaupt kein Mensch vorbeikommt an dem Bahnhof, den so leeren Bahnhof übernachten. Mit zwei Kindern in der Nacht, so spät. Wieso, woher wissen Sie, wann Nacht ist in einem Bahnhof? Das sieht das ein so großes Bahnhof, wie man vorbeikommt. In München ist das so. Ich glaube, dass in jeder Großstadt auch Kinder zu diesem Ende fähig sind. Nicht nur in der Großstadt. Nein, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, mit Ausnahme dieses Schlusses, der mich sehr enttäuscht hat. Das haben Sie mit vielen Leuten gemeinsam. Alles andere kann man gerade noch ertragen. Nein, ich meine, ich habe den Schluss so gedreht, weil ich ihn so wie er ist, für richtig gefunden habe für diesen Film. Warum? Was Ich wollte mit dem Schluss sagen, dass es weitergeht, so wie es ist. Ja, was heißt es? Begeistert, aber der Auf diese Frage sage ich immer Geld verdienen. Es ist doch ziemlich klar, nein, es ist ziemlich klar, was jemand, der so einen Film macht, wollte. Eine Geschichte erzählen, die auf bestimmte Dinge aufmerksam macht. Wie soll man das anders sagen? Auf Dinge, die zwischen Menschen passieren müssen, wenn Menschen gezwungen sind, in bestimmten Verhältnissen und Systemen zu leben. Ja, klar. Ich meine, sicherlich, ich müsste die Ihr Leben unterscheidet sich in nichts von dem Leben dieser Menschen. Eben. Ja, da sind wir uns ja einig. Aber ich glaube, das ist ein Vermittlungsproblem. Ne? Ich meine, so wie man das darstellt, scheint das sehr milieuspezifisch zu sein. Ne? Überhaupt nicht. Das lässt zu für den Zuseher, dass man sich total abgrenzt von der Realität, die da gezeigt wird. Man sagt, das passiert eigentlich nur bei den Schwulen so. Ne? Genau das lässt sich nämlich zu. Nee, ich meine, das sagen Sie und es ist okay, weil Sie es sagen, nur ich lehne es halt ab. Jeden Tag was anderes. Ich meine, wirklich. Was heißt, was denkt man sich dabei? Man denkt sich, das ist ja sehr verschieden, ne? Man denkt sich was, wenn man sich entschließt, so einen Film zu machen. Dann denkt man sich wieder was anderes, wenn man ihn vorbereitet. Dann denkt man sich wieder was anderes, wenn man ihn macht. Dann denkt man sich wieder was anderes, wenn man ihn fertig macht. Und dann denkt man sich wieder was anderes, wenn er fertig ist. Und dann denkt man sich wieder was anderes, wenn man ihn zeigt.
Ich finde das einen sehr schönen Film, ja. Ich meine, es ist ein sehr schöner Film. Ich finde das nicht nur, das ist es. Ja, ist so, Herr Fassbinder, am Schluss. Bis auf den Schluss, wir wissen. Ja, bis auf den Schluss. Der Schluss, ist nicht gut, ne? Ja, das mit dem Schluss, da kann ich noch was erzählen. Eigentlich war der Schluss so geplant, dass die den ganz ausziehen, ne? Das finde ich, ist ja eigentlich auch so. Doch, finde ich schon. Finde ich im Gegensatz zu Ihnen schon. Und dann hat sich das Team von, das waren lauter wohlanständige Menschen, die zum Teil auch Kinder haben, haben sich geweigert, das mitzudrehen. Ich meine, ich hätte sie zwingen können schon, aber ich habe dann dem nachgegeben, leider, und habe es leider so aufgehört. Also gedacht war, und das kann ich Ihnen hier sagen, dass Sie ihn ganz ausziehen und vielleicht wäre es Ihnen dann vernünftiger vorgekommen. Ja. Ja, es ist richtig, ich muss Ihnen da recht geben. Es ist mein Fehler. Sie haben gesagt, Sie haben jeden Tag was anderes gedacht. Dass Sie jeden Tag sagen, wenn Sie nicht reinkommen, sind Sie nicht. Nee, ich bin auf die Idee gekommen, dass sich ein Arbeiter, wenn er sich den Film anschaut, dass er Wut bekommt und sich wirklich befreit und nicht, dass er sich anschauen kann, wie sich ein Arbeiter befreit und sich dann nicht mehr befreien muss. Ich bin da genau gegenteiliger Ansicht. Ich meine wirklich, wenn man einen Film sieht, egal ob diesen oder andere Filme, in denen eine Sache als etwas Schlechtes gezeigt wird, dass man sich selber dann gegen diese schlechte Sache in seinem eigenen Leben wehren will. Ich glaube nicht, dass wenn in Filmen die Revolution gemacht wird, dass das revolutionär ist. Ja, es ist immer diese Frage mit den Arbeitern. Das ist ein Film für Publikum, für Leute und es ist auch, ja. Und es ist auch kein Film eigentlich, über den ich viel Lust habe zu diskutieren und über den man, es ist auch kein Film, über den man viel diskutieren muss eigentlich, sondern es ist ein Film, der ziemlich klar mitteilt, was er mitteilen will. Man kann sich dann darüber streiten, ob das die Wirkung hat, die wir wollen oder die Wirkung hat, die wir nicht wollen, was weiß ich. Aber es ist nicht ein Film und ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, Filme zu machen, die erst dadurch Filme sind, dass man über sie diskutiert. Aber Sie sind doch gekommen, weil ich ein freundlicher Mensch bin. Das weiß nicht, wie das von Wien aus mag, das alles anders aussehen. Ich habe nie aufgehört, Theater zu machen in den ganzen Jahren, in denen ich Filme gemacht habe. Und ich habe auch in Frankfurt nur so weiter Theater gemacht, wie ich es vorher gemacht habe. Und die Theatererfahrung in Frankfurt war nicht negativer als die Theatererfahrung vorher. Theater ist einfach was Schreckliches. Weil Theater immer in Betrieben stattfinden muss, die subventioniert sind und weil man da immer in Systeme reingerät, in die ich besser und lieber nicht mehr reingerate. Ich habe jetzt 5 Fragen auf einmal, habe ich keine mehr verstanden, da bin ich heute nicht mehr in der Lage. Habe ich gesagt, dass ich ohne das kapitalistische System filmen will?
Beim Film ist der Unterschied der, dass ich versuchen will, Filme zu machen mit dem Geld, das die Filme gebracht haben. Während beim Theater bin ich gezwungen, Theater mit dem Geld zu machen, das mir irgendwelche Kulturfunktionäre geben. Das ist der Unterschied. Viele Leute halten das übrigens für besser, auch beim Film, ich nicht. Kein. Ich bin über die Rechtslage dieser Sache nicht so ganz informiert, aber es hier zum Beispiel zu zeigen, ist sicherlich möglich. Eine andere Frage. Wieso sieht man den Film einen einzigen Tag, einen einzigen? Wie kommen Sie auf Ihre Rechnung, wenn man den Film in den Kino sieht? Das Österreich ist nicht mitkalkuliert. Ist da eigentlich ein Unterschied, ob man mit einem Subventionsgeld dreht oder mit dem Geld, das man vorher eingespielt hat? Ja, sicher, weil an das Subventionsgeld kommt man eben nur, indem man sich bestimmte Drehbücher ausdenkt, von denen man für ein Gremium, von dem man weiß, auf was es steht und was es gerne hat. Während man doch bei Filmen, wo das Geld aus den Filmen selbst gekommen ist, freier entscheiden kann, was man machen will. Na gut, das muss man ja auch drehen, wie dann, wenn man schon kommerziell machen will, muss man ja drehen mit einem Hinblick auf ein Publikum. Das muss man ja, es ist aber ein Unterschied, ob ich mir eine Geschichte mit Hinblick auf ein Publikum ausdenke oder mit Hinblick auf 5 Hanseln, die in einem Gremium sitzen. Das ist wirklich ein Unterschied. Die 5 Leute? Nicht schwerer, sondern die sind halt Arschlöcher, ne? Während das Publikum würde ich nicht sagen, dass das Arschlöcher sind. Vom Visuellen her, der sieht so aus wie ich. Und an sich, und ansonsten ist er mir nicht ähnlich. Ja, das ist beabsichtigt. Das weiß ich nicht. Ich meine, ich hab wirklich mit dem Vertrieb von Filmen wenig zu tun. Und ich bin über das österreichische Verleihsystem nicht informiert. Ich habe keine Ahnung. Welchen Film lieben Sie selbst mehr? Den oder Angst essen Sie hier auch? Ach, das ist so eine Gretchenfrage. Lieben. Angst, Essen, Seele auf liebe ich mehr und das ist der bessere Film. Also ich meine, das ist filmisch der bessere Film und Angst, Essen, Seele auf ist vielleicht die, sagen wir mal, dieselbe Geschichte wichtiger erzählt. Aber das ist so eine Frage, da kann man wirklich nicht drauf sagen. Eigentlich nicht. Also fragt man sich, welchen von Ihren Filmen lieben Sie am meisten? Ja, so 300.000 Mark, sagen wir mal. So um den Dreh rum ist es wohl. Es ist noch nicht ganz abgerechnet, weil da mit den Musikrechten noch ein Hin und Her war und das muss auch noch bezahlt werden und zum Teil noch verhandelt werden und so. Aber so um 300.000 Mark rum. Sind in Schillingen, ich weiß es nicht so genau. Mal 7. Bitte? Ja, so 29 Drehtage, glaube ich. Wie lange haben Sie am Buch gearbeitet? Am Buch habe ich, am Buch, also was ist die Arbeit am Buch? Meinen Sie jetzt die reine Zeit, die ich am Dings gesessen habe und geschrieben habe? Das geht bei mir immer sehr schnell.
Also das waren 8, 9 Tage. Acht, neun Tage. Reines Schreiben. Also ich meine, das ist, wenn man 10 Stunden durchschreibt, doch ziemlich viel. Bitte? Ja. Oh ja. Ari, magst du? Ich arbeite nicht gern mit Amateurschauspielern, das kann ich dazu sagen. Weil ich versuche, eine Art von Spielform zu entwickeln, zusammen mit Schauspielern, die mit Amateuren nicht zu entwickeln ist. Ja, das ist, lehne ich ab. Ich kann Ihnen zwei Filme zeigen, wo, also zwei Filme nebeneinander zum Beispiel, wo kein Mensch dabei ist, der im anderen dabei war. Das wirkt nur für Sie so, wenn Sie es nicht wissen oder wenn Sie nicht genügend Filme gesehen haben. Können Sie nachlesen? Dann gucken Sie mal, wer von Liebeskälter als der Tod noch hier mitspielt. Zum Teil gibt es das tatsächlich, dass dann Leute, die in den vergangenen Filmen große Rollen hatten, dann nochmal durch die Tür gucken oder so. Und das ist in dem Hansa-Buch ganz stolz nochmal aufgeführt, aber eigentlich sind das keine Rollen. Also es ist da schon eine Entwicklung da, würde ich sagen, von Film zu Film. Ganz abgesehen davon, dass ich schon richtig finde, mit Schauspielern so lange zusammenzuarbeiten, wie dem Regisseur zu den Schauspielern und den Schauspielern zum Regisseur noch was einfällt. Ich finde nicht, eine Arbeit sollte man nicht abbrechen, bevor sie zu Ende ist. Das habe ich damals in Cannes sehr schön gesagt, weil das Lied meine Frau gesungen hat und nicht die von Daniel Schmidt. Das ist ein Private Joke zwischen Fräulein von Hasberg und mir. Wie bitte? Ich spreche kein Englisch. Oh, das liegt doch auf der Hand. Das ist dieselbe Geschichte wie dieser Film hier. Ich bin niemals ein Amateur gewesen, vielleicht leider, sondern ich habe das irgendwie erlernt. Auch das hat sich vielleicht nach Wien, und nicht nur nach Wien, sondern das hat sich zu vielen Köpfen falsch vermittelt. War es. Es war, was heißt professionell? Ich meine, es war ein Theater, das gemacht worden ist von eigentlich lauter Professionellen, also Leuten, die ihren Beruf erarbeitet haben. Ich hab meine Regieassistenzen gemacht und ich habe meinen Beruf als Schauspieler erlernt, ja. Ich meine, mehr kann ein Regisseur ohnehin nicht lernen. Es gab zu diesem Zeitpunkt diese Filmakademien, die ohnehin nichts nützen, noch nicht. Ja, sie nützen nichts. Ich meine, gut. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ich ohne das Filmförderungsgesetz in Deutschland nicht so viele Filme gemacht hätte. Das ist schon richtig. Was für mich sehr wichtig war, dass ich so viele gemacht habe, für mich persönlich. Können Sie über Ihren neuesten Film etwas sagen? Wollen Sie etwas sagen, der jetzt in London gezeigt wird? In London? Ja. Welche läuft denn da? Sie haben einen englischen Titel. In London laufen 3 Filme. Ich weiß nicht, das ist ein Film, den ich fürs Fernsehen produziert habe, in WDR, das heißt Angst vor der Angst, ne? Ja. Oh ja.
Nee, ich hab wirklich keine Lust, über Sachen zu reden, die hier noch niemand gesehen hat. Ich meine, ich habe Ihnen doch schon vorhin erzählt, machen Sie eine Retrospektive, dann komme ich wieder, dann können wir über alle 27 Filme reden. Nein, das ist eine Frage von Mühe. Wenn er sich genug Mühe macht, kriegt er alle Filme zusammen. Finanziell ist das kein... Nee, wirklich nicht. Ich werde ihn unterstützen, ja sicher. Aber ich möchte etwas sagen. Wir haben schon mehrmals versucht, nur als Filmverlag der Autoren, der uns zwar diese Filme jetzt zur Verfügung gestellt hat und etwas besser funktioniert hat, weil der Herr Freiler weiß, der Herr Bassfinder, Sie und Sie den Effekt sozusagen oder nicht befällt. Aber wir haben also mit dem Filmverlag der Autoren nicht immer die besten Erfahrungen gemacht. Wir haben schon zweimal versucht, sagen wir, innerhalb eines Monats eine Retrospektive zu kriegen und immer wurde uns gesagt, einmal war eine Retrospektive in New York, einmal war sicher ist das schwierig, aber es ist nicht gerade wenn man mit deutschen Produzenten arbeitet, ist es oder Verleihern, ist es extrem schwierig. Wenn wir mit Amerikanern oder Franzosen arbeiten, dann leitet man dort eine Cinemathek. Was damit los ist. In Deutschland stoßt man da manchmal auf Misstrauen. Nicht bei einem Filmverlag der Autoren, muss ich dazu sagen, aber es gibt wieder verschiedene andere Faktoren. Also wir sehen uns dann nächstes Jahr irgendwann mal wieder alle und reden dann nochmal. Wiederschauen.